Hallo? Hallo? Und da bin ich wieder! Ja! Hier mit der Sandküstenwüste. Nee, Sandkuchenwürste. Ja, herzlich willkommen hier. Vierte Folge sind wir jetzt. Fünfte Folge. Ja, bald sind wir beim 10er Jubiläum. Also die Hälfte haben wir schon. Ne? Hier bei Gamer Crew TV mit Jackie. Und ja, wir sind in der Sandkuchenwüste. Erstes Mini-Boss-Level. Das heißt, die Hälfte haben wir ja schon hinter uns, ne? So, dann lasst uns mal hier Spinning Right Round machen. Und meine Münze! Bam! So, da haben wir ja schon die erste geheime Münze gefunden, ne? Das war ja nicht so schwer. Spin. Ja, jetzt sind wir größer, denn wir sind viel größer als ihr. So, was kann man denn hier Tolles machen? Geister klein machen. Guck mal, da gibt es bestimmt eine Möglichkeit hochzukommen. Und da ist bestimmt eine geheime Münze, die ich haben will. Dementsprechend, let's play again. Trubel im Turm der bewegten Steine. Spin around. Eh mal die Münze. Blopp. Hier hat man sogar 500 Sekunden Zeit für das Level. Dementsprechend können wir uns theoretisch sogar ein bisschen Zeit nehmen. Aber die brauchen wir ja natürlich nicht. So, da sind wir wieder groß. Da sind wir wieder klein. Die Geister, die machen wir jetzt aber auch klein. Schade. Gucken wir erstmal, was dahinter ist. Okay, da ist eine große Münze, das heißt, das müssen wir jetzt schaffen. Gehen wir davon aus, dass Nintendo so schlau ist und die Springtaste auch dann drückt, wenn man springen will. Ich bin da heute irgendwie nicht so begabt bei. Na, vergiss es. Wir machen lieber weiter hier. Bis zum Endboss geht's durch. Oder auch nicht. Okay, nehmen wir uns einfach mal nur den Boss vor. Die Münzen, das ist ein anderes Problem, da werde ich mich nochmal drum kümmern. Weil die erste, die kann man hier ja mitnehmen. Jupp. Oder auch nicht. Doch, so, meins. Wieder drei Leben verschwendet, das ist nicht gut. Mach mich groß und mach mich nicht klein. Das ist schlimm, dieses Verlangen ist trotzdem nochmal zu versuchen. Ich glaube, da braucht man einfach hier diesen fliegenden Mario für. Dann kann man da direkt hinfliegen. Plopp. So, drehen. Bewegt euch mal schneller. So, dann können wir wieder Gegner einfrieren. Ich wollte ihn nicht kaputt machen. Springen! Noch nicht beim Boss ankommen, erst die Hälfte hier vom Level. Kriegen wir hier schon Riesengeister. Vielleicht können wir die in der Lava versenken. Nee, kann man nicht.
Egal. Y und ZR. Ha, geht doch. So. Spring, 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 Springfield. Ich gehe mal davon aus, dass wir auf dem Block hier drauf müssen. Lass mich raten, die schießen einen hoch. Pardon. Und ab zum Boss. Mit nur einer Münze diesmal, aber das ist ja kein Problem, ne? So, was kannst du denn heute Tolles? Die Hexe verbessert dich jetzt. Oh mein Gott! PlayStation-Zeichen! Und ab auf deinen Kopf. Jetzt kannst du dich nämlich schon drehen, habe ich gesehen. Bleib doch mal stehen. Und kaputt. Ein epischer Moment. He is down. Ja, Mario muss sich auch mal denken, I'm the boss. So, jetzt wird's spannend. Jetzt kann man nicht ganz viele Minispiele. Ich sehe hier drei. Drei Minigames. Tja, dann. Lasst uns ein Video genießen! Ich werde ganz müde von dem Sand. Böse Hexe. Speichern! Natürlich speichern wir. Speichern beendet. So. Okay. Die wollen mich doch verarschen. Ha, meins. So, wie weichen wir den jetzt aus? So schon mal nicht. Hammerwerfer-Duell! Du. Und kaputt. Mein Schatz. Mein Schatz. Ein Stern für uns. Das ist gut. Dann lasst uns auch gleich mal hier die Clean kaputt machen. Komm her. Zeit für ein Duell. Oh, das sind ganz schön viele. Ey, da war nur einer. Das sind ja mindestens sechs hier. Den letzten, den... Bam! Mein Schatz! Noch ein Stern. Und kaputt. Ja, dann dürfen wir uns jetzt als Belohnung hier auch ein paar extra Leben holen. Das kennen wir ja schon. Ja, sammel mehr Pilze als Totenköpf-Bowsers. Schieß auf mich! Manchmal das Gefühl, wenn man hier oben bleibt und einfach nur die Münzen einsammelt, hat man da mehr von, als wenn man versucht, die Zeichen einzusammeln. Münzen! Na, jetzt habe ich mir alle Pilze kaputt gemacht. Aber es gab auch wieder zwei extra Leben, wenn ich richtig mitgezählt habe. War wieder bei 19. Und noch ein Bonuslevel. Flitze go. Ach du meine Güte. Okay,
Ein Baby Yoshi haben Appetit auf Itemtafel. Wenn ich pfeife, bringst du mir bitte von jeder Farbe ein Baby Yoshi. Okay, der ganz rechte, der bringt zweifach. Okay. Wie hebe ich den denn hoch? Ah. So, bei denen hier weiß ich es nicht mehr. Ich habe nicht aufgepasst. Und bei dem weiß ich es auch nicht mehr. Tüdel! Ja, das war super. Ein extra großer Pelz. Tada! Später auch so ein Item-Dealer. Tja, wie weit sind wir jetzt? Ist ja schon fast beim Boss, ne? Ja, dann würde ich sagen, mache ich hier nochmal einen Cut und dann geht's gleich weiter. Zwei Level und dann sind wir schon beim Big Boss Nummer 2. Jo, bis denn dann, euer Jack.